Willkommen zurück zu Tales of Vesperia. Wir sind hier in der Stadt von Rita, beziehungsweise dem vermeintlichen Blastia-Dieb, und müssen jetzt, glaube ich, hier irgendwie die Stadt verlassen und nach Osten, da wir wohl den aktuellen oder den eigentlichen Blastia-Dieb suchen. Zudem natürlich auch Flynn. Immer noch ein sehr begehrtes Ziel hier in diesem Spiel. So, das wäre dann eigentlich hier vorne lang, Richtung Ruinen. Oh, verdammt, da spawnt einfach mitten vor mir. Das ist ein toller Gegner. Im Übrigen wurde auch in den Kommentaren geschrieben, dass... Oh, verdammt. Dass die Effekte vom Kochen nur für einen Kampf halten, ist ganz okay. Gegner ziehen nur eins ab? Entweder das sind extrem schwache Gegner. Okay, ich muss gleich was angucken. Wow. Rita macht gut Damage. 146 EP. Rita macht gut Damage, hat ziemlich viel TP noch. Krass. Neue Fertigkeit. Ausweichen. Sehr schön. Und verarzten. Schauen wir uns auch gleich mal an. Ich wundere mich gerade, warum wir so wenig Leben verloren haben. Gut, wir haben mehr Damage gemacht, weil wir gebufft waren vom Kochen. Genau, was in den Kommentaren geschrieben wurde, dass der Buff vom Kochen, habe ich es gerade eben schon gesagt, keine Ahnung, dass der Buff vom Kochen nur für einen Kampf gilt und nicht, wie ich dachte, so lange, bis man wieder etwas kocht. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Dementsprechend ist der Buff jetzt auch weg. Konfiguration, ne, wir spielen tatsächlich auf normal. Wundert mich, dass die Gegner sie mich abgezogen haben. Kann sein, dass sie schwächere Gegner waren, aber dann haben sie wirklich gute Erfahrungspunkte gegeben. 150 EP dafür, dass wir die locker flockig weggemacht haben. Jetzt können wir voll gut noch leveln hier, ey. Holy shit, muss ich mal vielleicht mal machen. Und Rita hat ziemlich gut Damage gemacht, also es gefällt mir ganz gut. Bin mir nicht sicher, ob ich Repede für Carol rausmachen soll, weil Carol hat ziemlich viel Leben. Wie sehen denn die anderen Stats aus? Status. Muss mir das mal angucken. Physischer Angriff 200, 200. Und 100, 100. Ja. Da ist die physische Verteidigung bei Repede doch schon höher. Beweglichkeit ist deutlich höher. Ja, nee, ich behalte Repede mal drin. Fertigkeiten haben wir gerade bekommen. Ausweichen und verarzten. Ist auf der Waffe drauf, das heißt, ich kann das hier deaktivieren. Das heißt, wir können jetzt Beweglichkeit um 5% ist erhöht und verhindert während aktiver Abwehr beim Taumeln durch einen Treffer niedergeschlagen zu werden. Naja, ganz okay. Ach, beziehungsweise wir können jetzt auch die Waffe wechseln. Weil das haben wir jetzt gelernt. Rückschritt haben wir gelernt. Kritische Abwehr und Verteidigung als bessere Waffe. Aber ich glaube, wir nehmen den Rapier zuerst. Weil die Waffe jetzt nicht die stärkste ist. Also ich gehe jetzt danach... Was jetzt nicht unbedingt das stärkste ist von den Damage-Werten. Weil ich dann jetzt nicht eine stärkere Waffe nehmen will, weiterspielen will, auch in der Story vorankomme, um dann eventuell in dem Gebiet, wo es stärkere Gegner gibt, eine schwächere Waffe auszurüsten. Also ich denke, das macht, glaube ich, Sinn. Deswegen nehme ich jetzt die schwächere Waffe mit rein. Um das zu erklären. Hier passt es soweit. Das passt auch. Hier auch. Du bist mir relativ egal. Gut. Wir müssen wahrscheinlich hier vorne rein. Da vorne sind wieder Händler, wo man pennen kann. Brauchen wir nicht. Und ich denke, wir müssen hier hin. Schauen wir doch mal. Ruinen von Shaikos. Gishidan no katagata imasen ne. Kono ashiato mada atarashii ne. Kazu mo takusan aru yo. Gishidan ka tōzokudan ka sono ryōhō ka tte toko daro.
きっとフレンの足跡もこの中にあるんでしょうね。かもな。ほらこっち、早く来て。モルディオさんは暗がりに連れ込んで俺らを始末する気だな。始末？その方が私好みだったかも。不気味な意味で盗聴しないでよ。 仲良くしましょうよ。 Okay, Fußabdruck ist auf jeden Fall am Start. Oh wow, das ist aber ein etwas weitläufiges Gebiet. Hier ist direkt eine Kiste, ist ein bisschen Zufall. Aber hier gibt es wohl auch ein bisschen... ...bisschen was zu erkunden. Vielleicht auch ein Rätsel oder so, hätte ich auch mal Bock drauf. Hier könnte man auch lang. Nochmal eine Kiste, ja, nehme ich natürlich auch mit, ne? Ist ja klar. Irgendwie Fragezeichen oder so. Also wir schauen uns erstmal um, ne? Ist ja auch irgendwie Standard so bei meinen Games. Ich denke, wir müssen weiter geradeaus. Da ist auch eine Kiste sehr prominent aufgebaut da vorne. Ich glaube auch nochmal hier lang gehen und etwas genauer mich hier umschauen. Wow, da war eine Kiste versteckt. Ja, ist halt schon ein bisschen offensichtlich, ne, wo Kisten sein können, theoretisch. Ja, hier ist wieder eine. 800 Gold, nice. Das ist eine ziemlich gute Kiste. Also würde ich jetzt mal behaupten, dass 800 viel sind zu diesem Zeitpunkt des Games. Deswegen nehmen wir es auf jeden Fall mit. Wir können jetzt nur hier lang. Dann können wir hier nach links. 騎士団も盗賊団もいねえな。もっと奥の方でしょうか。奥って言ってもな。誰かいるようには見えないよね。まさか地下の情報が外に漏れてんじゃないでしょうね。地下？ ここ最近になって地下の入り口が発見されたのよ。まだ一部の魔導士にしか知らされてないはずなのに。それを俺らに教えていいのかよ。しょうがないでしょ。身の潔白を証明するためだから。身の潔白ね。 地面にこすれた跡があるね。発掘の終わった地上の遺跡くらい盗賊団にあげてもよかったけど、来て正解だったわ。なら早く追いかけないと。これを動かせばいいんでしょ。ほら行くぞ。 もうちょっと頑張れよ。ほら、もう少し。カロル、大丈夫です？これくらい余裕だよ。じゃ、行くわよ。 Okay, wir haben hier einen Weg frei gemacht. Da müssen wir jetzt wohl auch lang. Allerdings bin ich hier noch nicht fertig mit dem Erkunden, da hier oben nämlich offensichtlich eine Kiste stand. Oh, hier, es geht noch weiter. Okay. Wir nehmen die Kiste erstmal mit. Halbbrustschutz. Nein. Auch nicht. Ah, nice. Ah, hat sich schon. Verdammt. Ja gut, wir gehen mal einfach sicherheitshalber weiter. Weil ich denke mal, das, was wir gerade verschoben haben, ist wohl der eigentliche Weg. Das heißt, wir können jetzt nicht zwangsweise versehentlich weiterlaufen. Sondern uns einfach umschauen. Hier ist nichts mehr, kann ich hier noch lang? Nee. Okay, nee, dann war das nur noch das Item da oben, oder? Ja, sieht so aus.
Okay, cool. Dann war das doch auch schon mal cool. Und hat sich gelohnt. Gehen wir mal runter.何見てんのよ。モルディオさんは意外とお優しいなと思ってね。やっぱり面倒引きずれてきた気がする。別に一人でも問題なかったのよね。リタはいつも一人でこの遺跡の調査に来るんです？そうよ。罠とか魔物とか危険なんじゃありません？ 何かを得るためにリスクがあるなんて当たり前じゃない。その結果何かを傷つけても私はそれを受け入れる。傷つくのがリタ自身でも？そうよ。悩むことはないんです？ためらうとか。何も傷つけずに望みを叶えようなんて悩み、心が贅沢だからできるのよ。 心が贅沢。それにブラスティアは私を裏切らないから面倒がなくて楽なの。なんかリタってすごいです。あんなにきっぱりと言い切れて。何が大切なのかそれがはっきりしてんだな。私はまだその大切がよくわかりません。適当に旅して回ってりゃ そのうち嫌でも見つかるって。遺跡の中って外とは全然違うんですね。うん、なんか不思議な感じ。見たことないものとかあるし。なんだ、カロルも初めてなんだ。まあね、僕の専門は魔物を狩ることだし。お、これなんだろう。あんまその辺のものに触らない方がいいわよ。 罠とかあるから。今何かカチッて落としませんでした？危ない、カロル。あ、悪い、余裕なかったんでやりすぎた。これじゃ罠にはまった方がマシだったよ。Okay, die Plaudereien sind schon lustig. Definitiv. Also teilweise bei einigen Tales of Teilen fand ich sie ein bisschen störend immer, aber hier sind sie irgendwie auch komisch. Also im positiven Sinne. Da ist ein Gegner. Da drüben ist eine Kiste. Okay, nehmen wir erstmal den Gegner mit. Bevor wir uns gleich etwas genauer umschauen hier. Sehr, sehr gut. Gema hat nicht so viele Erfahrungspunkte. Aber der Kampf ist trotzdem gut gelaufen. Wir können jetzt einmal hier nach links und einmal hier lang. Ah, hier ist nur eine Kiste. Nice. Die nehmen wir natürlich mit. Nice, neue Fähigkeit erlernt für Rita. War auch eine ziemlich coole Attacke. Nice. Die Kämpfe laufen. Ich bin noch sehr zufrieden mit den Fights. Bernsteingewand. Das ist bestimmt für Rita. Ja, sehr gut. Equippen wir ihr natürlich auch direkt. So, da haben wir nichts. Das hier sieht sehr komisch aus. Ah, wir müssen die Brücke anscheinend irgendwie hochkriegen. Sieht zumindest so aus, ist sehr offensichtlich. Wenn wir nochmal Stiefel bekommen, das ist wahrscheinlich hier, ne? Lederstiefel, genau, sehr schön. Können wir, Repete geben, da er nämlich noch nichts hatte. Die ganze Zeit. Jetzt müssen wir uns irgendwie überlegen, wie wir hier die Brücke hochbekommen.
verdammt. Konoko, dame ka. Hakkutsu mae no Brastia te konna fuu ni natten da. Omukashi no hito wa nani o motte Brastia o iseki ni umetan de shou. Sa ne, sono hen no koto wa ima mo kenkyuu chuu yo. Kon dake aru nara Akue Brastia mo ochite nee ka na. Dore mo koan ga arimasen ne. Nanda, sore ja okanai jan. Koa mo kontena mo kanpeki nante Brastia, sousou hakkutsu sarenai no yo. Jutsushiki niyori majutsu o hatsugen suru koa. Sono majutsu o chousei suru no ga kontena. Ryou Brastia wa sorezore kotonatta seinou o mochi, sono seinou o arawasu mon ga koa jou ni ukabu. Gendai gijutsu de kontena no seisan wa kanou da ga, koa wa saisei fukanou de aru. Desu. Yōu suru ni, hakkutsu hin wo tsukau shika nai koa wa kichou tte wake da. Dorobou ga nusumu no mo touzen da na. Sou demo nai yo. Esterize ga itta hon no naiyō wa chotto furui no. Furui tte douyu koto? Hakkutsu hin yori rekka wa suru kedo, kantan na koa no fukugen wa seikou shiteru. Dakara, atashi nara nusumi nante baka na mane wa shinai. Sonna hima ga aru nara, kenkyuu ni jikan o tsuiyasu wa. Kanzen ni shufuku suru tame no ne. Sore ga madoushi yo. Rippa na shinnen da yo. Kedo, sore de utagai wa harenai ze. Kuchi de wa nanto demo ieru mon ne. その辺に使えるブラスティアが残ってるかもしれませんよ。Okay, da ist jetzt noch ein Gegner. Wir können jetzt aber noch einmal hier nach rechts. Ah, ich merke schon, damit müssen wir irgendwas anfangen. Wohl. Ein altertümliches Blastia ohne Kern. Es erinnert kaum noch an sein ursprüngliches Aussehen. Ich würde den Gegner hier nochmal mitnehmen. Warum auch nicht? Das war mehr als nur einfach. Das sieht auch lustig aus, ne? Hier links. Also das sieht auf jeden Fall nicht gewollt aus, wobei hier ist auch noch eins. Das sieht ja komisch aus. Okay. Schauen wir mal, was das hier ist. Das muss ich wahrscheinlich auch bewegen, ne? Nach rechts? Nee. Erstmal prüfen. このリングについてるのブラスティアのコアと同じものだな。術式を文字結晶化することで必要に応じてエアルを照射するブラスティア、ソーサラーリング。 その説明、ちょっと違う。照射してブラスティアにエアルを充填させるが正解よ。って、あんた知ってるの？古い遺跡の鍵代わりになると、お城の本で読みました。お城？撃てばいいのか？あのブラスティアのコアをそのソーサラーリングで撃つだけよ。 Drücke X, um mit dem Ring des Hexers zu schießen. Das erinnert mich so ein bisschen an... Oh, chill mal bitte, ich wollte nur gucken. Okay, es ist halt echt genauso, ne? Tales of Symphonia hat eine ähnliche Mechanik gehabt. Cool, und damit können wir die Brücke wieder hochziehen. Ah, natürlich nicht nur das.
ージの罠ね。んじゃま、気をつけながら先を急ぐとするか。いいの？私実はもっと奥に誘い込んで、あんたらを始末するつもりかもよ。罠より怖いのがここにいたよ。あんた、持ってて。大事なもんじゃないのか。この先も何度か使わなきゃいけないから。じゃあ先頭歩く俺が持ってた方が効率いいな。Ring des Hexers bekommen, sehr gut. Geheimnisvoller Ring, der er abfeuern kann. Er kann er auf Ziele verteilen. Sehr gut, das haben wir gerade gesehen, wie das funktioniert. Jetzt sind natürlich die Golems bzw. Sentinel am Start. Und gegen die dürfen wir gleich kämpfen. この遺跡だけじゃなくて、他でも同様の仕掛けが見つかってるわ。小さいくせに便利なんだね。誰かさんと違ってね。え、でもソーサラーリングの所有を認められるなんてリタもすごいです。ごく限られた人にしか与えられていないと聞いていましたから。ふーん、信用されてんだな。あんた以外にはね。 Sehr schön, bin ich mal gespannt, was die Sentinel drauf haben. Schon ein toller Fight. Ja, wenn ich die Fluggegner hier dabei noch sehe, glaube ich das auch. So, erstmal diese fledermausartigen Viecher da besiegen. Definitiv. Aber insgesamt machen wir den guten Schaden. Wobei, Estelle auch eine Zeit lang gerade eben gut Schaden abbekommen hat, aber sie heilt sich ganz in Ordnung. Also passt es soweit. Ein Level Up nochmal für Estelle. Würde mich halt interessieren, ob hier... Man kann hier sogar rein. Da noch ein Item ist oder so, aber hier ist nichts. Okay, ich kämpfe gegen den Sentinel noch und dann... Ah, shit, Kampfverbund. Das war natürlich nicht so geil. Oh nice, Estelle hat eine neue Fähigkeit erlernt. Also schön, wenn sie mehr heilen würde, aber es funktioniert ja soweit in dem Kampf. Das Sentinel hält nur sehr viel aus. Oh, da ist noch einer. Ja, da kommst du mal ran. Dankeschön. Eieiei. Ah, halten viel aus. エステルが変なこと言うから天井が崩れて。あれ？はあ、悪い。足元の石につまずいちまった。あんた、わざとでしょ。ユーリ、意地悪です。さっさと用事を済ませて、早くこんな遺跡から出ようよ。Okay, jetzt können wir hier hoch. Oh. まさか編成を乱されるなんてな。行くぜ。Gut, das war natürlich zu einfach gewesen. Ist das ein Zwischenboss? Eine Überraschungsbegegnung. Aber schön, jetzt gibt es sowas wie Hinterhaltangriffe. Warum haben wir jetzt Carol mit drin? Das verstehe ich jetzt nicht, warum Carol mit drin ist. Statt Rita.
後ろから不意打ちなんだもん。ま、どんな状態の時でも敵のいそうな場所で油断すんなってこった。後ろから襲われたら誰でも戦闘に巻き込まれる可能性があるんですね。Okay, ich verstehe. Das heißt, wenn es ein Überraschungsangriff ist, dann wird das Team anscheinend zufällig zusammengewürfelt. Das macht das Ganze natürlich sehr interessant. So, you got it. Kyoto Knight, ne? Wenn sich ein Gegner von hinten nähert, wird die Reihenfolge der Gruppe durcheinander gebracht. Also passt auf. Oh wow, okay. Das ist natürlich auch geil. Vorteilsbegegnung. Sehr schön, wir haben auch sowas wie einen Präventivangriff. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Habe ich die ganze Zeit schon gefragt, ob es sowas im Spiel eigentlich gibt. Aber es wurde jetzt damit bestätigt. Oh, das ist auch sehr nice. Wusste ich nämlich auch nicht. Und zwar bekommen die Leute, die als Ersatz mit dem Team sind, bekommen auch Erfahrungspunkte. Und Carol hat gerade ein Level abbekommen. Durch die Aktion hier. Sehr gut. なるほどな。先制攻撃か。そういう使い方もできるんですね。そういうこと。Feuere mit dem Ring des Hexers einen Schuss eher auf einen Gegner, um ihn vorübergehend zu betäuben. Zu Beginn eines Kampfes sind Gegner für kurze Zeit betäubt, wenn man so in einen Kampf eintritt. Das Kampfbuch wurde um eine neue Seite erweitert. Nee. あんた、さっきお城がどうとか言ってなかった？え？あ、それは…ああ、前に俺が城にいたんだよ。騎士やってたんでね。はあ？あんたが騎士？何バカ言ってんのよ。信じられないかもしれませんが、本当のことなんです。はあ、世の中、まだまだわからないことでいっぱいね。たく、どいつもこいつも似たような反応しやがって。ほら、行くぞ。あ、話すり替えられた。So, wie funktioniert das jetzt? Ich kann mich bewegen. Okay, es funktioniert tatsächlich ziemlich zeitnah. Das heißt, ich kann immer noch den Stick in eine Richtung gedrückt halten und dann die X-Taste drücken. Ich kann sogar mehrfach spammen. Und auch das funktioniert mit dem Drehen. Sehr gut. Also sollten wir eigentlich nicht so viel Probleme haben, das Ding häufiger zu nutzen. Das Ding ist jetzt, dass ich nicht weiß, wann jetzt ein Speicherpunkt kommt. Und ich würde gerne die Folge beenden, da es zeitlich passt. Und ich nicht weiß, wie viele Zwischensequenzen noch kommen. Und dann wird die Folge zu lang. Und da habe ich keine Lust drauf. Deswegen werde ich jetzt versuchen, das Dungeon hier zu verlassen. Das ist ja cool. Hat echt gut funktioniert. Haben wir das auch nochmal getestet? Ah ne, er ist aber nicht betäubt. Das war jetzt merkwürdig. Warum war der jetzt nicht betäubt? Hätte ich nochmal anschießen müssen? Oder klappt das nicht bei jedem Gegner? Verwirrung macht sich breit. Aber man lernt. Man lernt mit neuen Fähigkeiten. Ah, die halten viel aus. Sehr gut. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Objekt Pro. Kannst du haben. Ihr kriegt auch eure Sachen. Muss ich mir beim nächsten Mal alles anschauen. Jetzt will ich aber erstmal versuchen, nach draußen zu gehen, weil es hier keinen Speicherpunkt gibt, leider. Und ich würde aber, würde halt schon gern speichern wollen. Deswegen versuchen wir mal, das Dungeon zu verlassen. Beziehungsweise den Abschnitt hier. Und es funktioniert. Vielleicht werde ich ja auch bis zum nächsten Mal noch ein bisschen ja, leveln oder kämpfen. Ach, auf dem Feld funktioniert es nicht mit dem... mit dem Ring des Hexers. Okay, auch gut zu wissen. Aber ich repete auch bald ein Level-Up hier auch. Ich glaube, ich werde vielleicht noch ein bisschen leveln, weil ich habe richtig Bock. Kampfsystem macht mir Spaß. Und ich denke, das Dungeon, also die Ruinen,
werden wir beim nächsten Mal dann schön in Ruhe erkunden. Sofern ich halt gelevelt habe, wenn ich nicht gelevelt habe, wird es wahrscheinlich auch trotzdem ein Spaß. Das war's soweit von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!